Und was uns jetzt erwartet, ist ein Panel zum Thema von Tech-Monopolen und IT-Giganten, Kritik des digitalen Kapitalismus. Wir haben tolle Speakerinnen und Speaker hier und die möchte ich jetzt gleich auf die Bühne bitten. Begrüßt mit mir Pat Mooney, Steffen Lange, Friederike Habermann, Katharina Beck und Frank Riegener. Vielen Dank, Vivian. Ja, sucht euch was aus. Vielen Dank, Vivian. Herzlich willkommen alle zu diesem spannenden Panel. Wir haben noch leichte wassertechnische Probleme, aber gleich geht's los. Mein Name ist Steffen Lange, ich bin vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und werde dieses Panel moderieren. Neben mir sitzen, ich fange außen an, Frank Rieger, Friederike Habermann, Pat Mooney und Katharina Beck. Ich werde sie gleich noch etwas ausführlicher vorstellen. Dieses Panel soll zum einen den digitalen Kapitalismus sozusagen in seiner Gesamtheit analysieren. Also ein großes Thema, was ist der digitale Kapitalismus, was hat für gesellschaftliche Folgen, wie schaffen wir es, dass alle Menschen davon profitieren, da kommen Sachen rein wie Arbeitsplätze, Ungleichheit, Ökologie etc. Und auf der anderen Seite versuchen wir den Fokus auf die IT-Giganten und auf die Tech-Monopole, also wie gehen wir mit diesen großen Konzernen um, die immer mehr Macht und ökonomische Profite auf sich vereinen. Und ich möchte gerne starten, bevor wir zu den Speakern kommen, und euch gleich aus dem spätmorgendlichen Tief holen, so ihr denn darin sein solltet, und mit zwei Fragen starten. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben so diese zwei Foki, digitaler Kapitalismus insgesamt und die IT-Giganten. Ich möchte euch gerne bitten, euch binär zu entscheiden für Ja oder Nein. Und zwar: Glaubt ihr, dass die Digitalisierung den Kapitalismus verbessert, in sozialer und ökologischer Sicht, oder verschlechtert? Kurz drüber nachdenken. Verbessert die Digitalisierung den Kapitalismus oder verschlimmert sie ihn? Und ihr werdet jetzt zum Aufzeigen aufgefordert. Also wenn ihr glaubt, dass die Digitalisierung den Kapitalismus besser macht, dann hebt bitte jetzt die Hand. Es gibt jetzt keine Rückfragen, ihr müsst diese binäre Entscheidung treffen. So, und alle wieder runter. Und wenn ihr glaubt, dass die Digitalisierung den Kapitalismus verschlimmert, dann hebt bitte jetzt die Hand. Das ist die Mehrheit, danke. Wir machen keine Mehrheitsabstimmung hier, so funktioniert das nicht. Aber um Eindruck zu kriegen, wieso die Stimmung im Raum ist. Und jetzt noch die Frage, wer hat gerade nicht die Hand gehoben? Okay, ihr habt das Spiel nicht verstanden. Nein. Ihr hattet sicherlich alle gute Gründe. So, jetzt die zweite Frage. Der zweite Fokus ist, wie gehen wir mit den Tech-Monopolen und IT-Giganten um? Und die gleiche einfache binäre Frage, aber jetzt etwas zukunftsgerichtet. Glaubt ihr, dass man diese IT-Giganten auf die eine oder andere Art und Weise zerschlagen sollte? Wenn ihr das glaubt, also ja, man sollte diese IT-Giganten, Google, Alphabet, Facebook, Apple etc., man sollte sie zerschlagen, dann hebt bitte jetzt die Hand. Ja, man sollte sie zerschlagen. Das sind viele. Hände wieder runter. Wenn ihr glaubt, man sollte sie nicht zerschlagen, dann hebt bitte jetzt die Hand. Das sind weniger. Wer hat den Arm nicht gehoben gerade? Okay, auch ihr hattet bestimmt eure guten Gründe. Vielen Dank. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen, reinzukommen in das Thema, was wir heute haben. Und wir beginnen jetzt mit einer Runde von kurzen Inputs. Danach werden wir eine Diskussion hier auf dem Panel haben, ganz kurz. Und danach werdet ihr die Möglichkeit haben, unter euch und dann mit dem Panel zu diskutieren. Wir fangen an mit Friederike Habermann zu meiner Linken. Friederike kenne ich schon seit langem. Sie ist noch viel länger in der ökologischen, in der Globalisierungs- und Umweltszene aktiv. Ich habe sie kennengelernt über ihr Buch Halbinseln gegen den Strom, schon ein paar Jahre alt, trotzdem noch empfehlenswert. Kürzlich ist von ihr erschienen Ecomony, Umkehr zum Miteinander,
wo auch die Digitalisierung eine große Rolle spielt. Und sie wird den ersten Input geben. Und bitte helft mir, sie willkommen zu heißen mit einem schönen Applaus. Ich hoffe, ich wusste nicht, dass wir hier stehen, dann hätte ich mir größere Notizen gemacht. Ich hoffe, dass ich es lesen kann. Die Frage gerade eben hat mich so ein bisschen irritiert. Wir mussten, also ich habe mich da ja auch nicht dran beteiligt, den Kapitalismus verbessern. Heißt das, dass der Kapitalismus besser funktioniert oder dass die Gesellschaft besser funktioniert? Ich weiß nicht, ob das Trickige war, Steffen, in deiner Frage. Das ist ja durchaus ein Unterschied. Ich denke, der Kapitalismus funktioniert als solcher sicherlich besser. Ob es für die Gesellschaft so ist, ist eben die Frage, die jetzt hier diskutiert wird. Einige gab es ja gerade, die nicht wollten, dass die Monopole zerschlagen werden, aber gestern in einem Workshop, wie wir Facebook zerschlagen, war es sehr überfüllt. Man durfte eigentlich schon gar nicht mehr reingehen, aber ich habe mich dann trotzdem noch reingemogelt. Und es wurde erst nochmal auch begründet, wieso, und überlegt, dass man da vielleicht auch so Stories macht, um das besser nach außen transportieren zu können, was schlecht sein kann daran, dass so viel Big Data über uns gesammelt wird, von Facebook zum Beispiel oder WhatsApp. Als ich dann rausging, stand ich vor der Stellwand von CryptoParty. Und die haben das eigentlich auf dieser einen Stellwand auch schon ganz schön zusammengefasst gehabt. Da wurde nämlich dann gesagt, ja, die elektronische Zahnbürste stellt nicht nur fest, wie lange ich putze, sondern auch, was ich wie genau putze. Und ich kann mir vorstellen, allein aus dem morgendlichen Zähneputzen kann man schon perfekte Persönlichkeitsbilder erstellen, wie pedantisch und wie genau oder wie auch nicht. Das geht dann eben weiter mit Alexa, ob ich jetzt meinen Tagesplan sage, erinnere mich oder erinnere mich nicht. Und das endet noch lange nicht mit Tinder, wo im Kleingedruckten steht, of course, natürlich verfolgen wir mit, was in diesen doch sehr intimen Chats dann miteinander geteilt wird. Und das Ganze ergänzt sich dann eben durch Mitlesen von oder Scannen von E-Mails, von Twitter, von WhatsApp, Standort-Tracking und so weiter. Vor einem Jahr gab es ein Video, was auch genau das gemacht hat, nämlich nochmal sagen, was eigentlich so eine schlimme Story sein kann. Das war von einem Professor für künstliche Intelligenz, der einen 7-minütigen Film gemacht hat unter dem Titel Slaughterbot. Weiß nicht, kann man, Übersetzung für Bot gibt es, glaube ich, nicht so richtig, ne? Aber Slaughter eben abschlachten, wo man sehen kann, wie in einer Schule ein Massaker stattfindet, wie wir das kennen, aber eben nicht, wie wir es kennen, sondern mit Drohnen. Es gibt einen Drohnenangriff auf diese Schule und hinterher sind zufälligerweise oder eben auch nicht zufälligerweise alle systemkritischen jungen Menschen von einer Drohne getroffen worden. Und man weiß nicht so richtig, wer es jetzt war, von wem dieser Angriff kam oder war es eben vielleicht doch der Staat. Das ist einfach nicht rauszukriegen und hat über Gesichtserkennung funktioniert und eben über viele Informationen, die über uns da sind. Hier habe ich gelernt, dass man inzwischen nicht mehr von Datenschutz spricht, sondern von Manipulationsschutz auch. Also wenn diese eingangs erwähnten Geräte auch lernen, unsere Stimme nachzumachen und Videobeweise, schon lange keine Videobeweise mehr sind, dann kann eben wirklich auch wirklich nicht mehr unterschieden werden, was Fake News ist und was nicht. Gestern, ich war nicht da, aber soll es wohl im Eingangspanel darum gegangen sein, dass es einen Diktaturen-TÜV geben sollte für solche Technik. Da kann man, glaube ich, sagen, ja, dieser Diktaturen-TÜV wird bestanden. Damit kann man perfekt Diktaturen machen.
Harald Welzer, gestern Abend hat das nicht getan, aber weist ja auch öfter darauf hin, dass es eben mit Energie, Internet etc. nicht mehr möglich wäre, Menschen im Keller zu verstecken, wie es im Faschismus, im Nationalsozialismus viel zu selten passiert ist und noch weniger geklappt hat, aber dann wäre es gar nicht mehr möglich. Das Beispiel China mit dem Social Scoring ist natürlich auch viel erwähnt worden, wo reinspielt, wie viel kaufen wir, mit wem sind wir befreundet, ob man zu Konferenzen geht wie hier, natürlich sicherlich auch ein Punkt. Und das Ganze führt dann auch dazu, zu Fragen wie, darf man Schnellzug benutzen oder nicht? Wenn alles automatisiert ist, dann kann das ganz schön ein Problem werden. Aber das ist eben nur die eine Seite. Die andere Seite habe ich versucht oder habe mich da angeschlossen, dem Zukunftsforscher Jeremy Rifkin, der in seiner Null-Grenzkosten-Gesellschaft ausmalt, wofür die verschiedenen Formen des Internets eben auch gut sein könnten, wenn wir in einer wahrhaft emanzipatorischen Gesellschaft leben würden. Der Begriff Commons ist hier öfter gefallen, ist eben der zentrale Begriff, wenn es darum geht, wie Wirtschaft anders gestaltet werden kann. Und mit meinem Buch Economy ist natürlich ein Wortspiel zwischen Wirtschaft und Commons. Und worauf es mir ankam, war, dagegen anzugehen zu diesem ewigen Satz, ja, das kann ja schon funktionieren in kleinen Commons-Projekten, aber das funktioniert ja nicht global. Und das legt Rifkin eben sehr gut dar, dass man mit dem Kommunikationsinternet, mit dem Energieinternet, mit dem Logistikinternet, mit dem Internet der Dinge die Infrastruktur hätte, um wirklich global sich zu vernetzen und Wirtschaften ganz anders zu gestalten, nämlich ohne Kapitalismus, sondern peer-to-peer. Und deshalb fand ich es auch wert, dem einfach mal nachzugehen, welches Potenzial da drin liegt, ohne zu sehr auf die Gefahren einzugehen. Das heißt nicht, dass man Commons nur denken kann mit Technik. Ich sehe auch nicht, wie Harald Welzer das gestern gesagt hat, im Zusammenhang zwischen der Technikentwicklung und irgendwelchen emanzipatorischen Gesellschaften. Das halte ich für sehr eurozentristisch. Aber es hilft eben, Knappheit zu überwinden, wenn wir gleichzeitig noch Eigentum überwinden und ganz anders Kollaboration miteinander zu machen, als in einer kapitalistischen Tauschwirtschaft zu leben. Die Frage ist, haben wir die Wahl? Ich lebe an einem Commons-basierten Projekt in Brandenburg und der Experte für digitale Technologien, Evgeny Morozov, hat mal gesagt, wir werden nicht zu einer Gesellschaft zurückkehren, wo die Busse ohne jede digitale Verknüpfung funktionieren. Das fällt mir immer deshalb auf, weil ich glaube nicht, dass in Brandenburg schon irgendwelche Busse mit digitaler Verknüpfung funktionieren. Da fahren sie eben dann leer rum oder im Zweifel gar nicht. Aber die Frage ist eben, welche Gesellschaft haben wir, in der wir diese Technik haben? Gestern Abend kamen auch zwei Beispiele, das selbstfahrende Auto, was auch Harald Welzer irgendwie ablehnt. Und ich war gerade in meinen Gedanken dabei zu denken, naja, ich finde es irgendwie gar nicht so schlecht. Zum Beispiel auch, weil ich dann nicht von jungen, testosteronbetriebenen Männern überfahren werde, als er sagte, ja, diese ganze selbstfahrende Technik, das ist auch Männertechnik, das sind Männer, die es organisieren, die das entwickeln. Da würde ich doch sagen, das Problem ist Patriarchat und nicht die Technik. Dann wurde auch die Frage des Pflegeroboters diskutiert, will man vom Roboter gepflegt werden oder nicht. Die Moderatorin sagte gestern, sie kann sich das gut vorstellen. Ich würde sagen, jedenfalls ist es auch problematisch, sich von einem Menschen pflegen lassen zu müssen, der so unter Verwertungsdruck steht, dass er abends depressiv nach Hause kommt, weil er meine traurigen Augen gesehen hat, wie schlecht es mir ging, weil ich nur mal eben wie so ein Auto gewaschen wurde und er sich nicht um mich kümmern durfte oder sie meistens. Noch eine Minute. Das sind
eben die Tatsachen, die diese Gesellschaft mit uns macht. Was künstliche Intelligenz macht, ist, diese Diskurse zu verdichten. Letzte Woche hatten wir eine internationale Konferenz, wo wir eine Arbeitsgruppe hatten, über 3 Tage hinweg mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten, auch People of Color, wo es darum ging, wie man, also über künstliche Intelligenz, und dass sie Diskurse immer so verdichtet, dass sie sofort sexistisch werden, dass sie sofort rassistisch werden. Das heißt, es kristallisiert sich einfach nochmal stärker da drin, was wir in dieser Gesellschaft haben. Aber worauf es wirklich ankommt, ist, dass wir die Gesellschaft verändern. Und ein Blick auf die Technik ist dabei wichtig. Ich finde Monopole zerschlagen sehr wichtig, in dem Sinne, dass sie dezentral sind. Es gibt natürlich natürliche Monopole, deshalb sind ja alle dann bei den großen Facebook etc., weil es Sinn macht, dass man das zusammen hat, aber es darf eben nicht von der Infrastruktur her zentralisiert sein. Es muss dezentral organisiert sein, es muss maximal transparent sein, es muss maximal demokratisch gestaltet werden. Dann komme ich zum Schluss. Silke Helfrich hatte gestern auch gesagt, wir müssen die Logik des Commoning überall reinholen. Ich denke, das trifft es sehr gut. Es reicht eben nicht, wie Angelika Zahnt das gestern sagte, einfach suffizienter zu sein und auch digitale Suffizienz zu haben, also weniger, weil das nicht wirklich Sand im Getriebe ist, sondern wir müssen andere Umgangsformen miteinander finden. Und da sind eben Sharing-Möglichkeiten, da sind, die nicht auf Tauschlogik beruhen, die nicht kapitalistisch verwendet werden, sondern die eben wirklich andere Logiken leben, solidarische Logiken leben, das, was wir versuchen müssten. Und wie es gestern gesagt worden ist, das braucht Schlagkraft, indem es zur Störung wird. Ich denke, der Hambacher Wald ist ein perfektes Beispiel dafür. Dieses Video von der Aktivistin Winter ist innerhalb einer Woche von über 3 Millionen Menschen alleine auf Facebook angeguckt worden, wo sie eben beschreibt, wie gelebt wurde im Hambacher Wald. Und das ist eben eine solidarische und tauschlogikfreie, also ohne Kapitalismus, ohne Markt, Gesellschaft gewesen, wo wir Solidaritätsprinzip statt Leistungsprinzip gelebt haben. Und dieses, denke ich, ist das Ziel. Wir haben gestern auch gelernt, wie man Kampagnen macht in dem Facebook-Zerschlagen-Workshop. Da ging es darum, dass wir ein klares Ziel haben müssen, dass wir eine positive Vision haben müssen. Und ich denke, das ist eben die solidarische Gesellschaft und das müssen wir mit oder ohne Technik versuchen umzusetzen. Und das ist es, worauf es ankommt. Vielen Dank. Vielen Dank, Friederike. Wir kommen gleich zur zweiten Speakerin heute Abend. Das ist Katharina Beck zu meiner Rechten. Sie hat in verschiedenen NGOs gearbeitet, unter anderem beim Institut für Social Banking und bei Oikos International und berät derzeit Unternehmen, Verbände und öffentliche Organisationen zum Thema Nachhaltigkeit. Außerdem arbeitet sie bei den Grünen in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen. Willkommen, Katharina. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich hatte ursprünglich von Tilman Santarius gehört, dass ich hier primär in meiner Rolle als Senior Managerin in einer turbokapitalistischen Beratungsfirma sprechen soll. Ich war also jetzt sehr dankbar, dass ich ein bisschen netter eingeführt wurde. Ich hatte nämlich direkt schon gedacht, meine Rolle ist hier die böse. Ich gebe euch auf jeden Fall auch sehr gerne Einblicke, auch gerne auf Nachfrage, wie das so ist im Turbokapitalismus, sehr widersprüchlich. Und das ist auch, zieht sich eigentlich durch alles. Nachhaltigkeit an sich ist ja schon widersprüchlich. Es ist immer ein Entweder-Oder oder, wofür ich plädieren will, ein sowohl als auch. Und die Frage ist, wie gestalten wir die Transformation, die gerade passiert? Die kann nämlich sowohl gut sein als auch schlecht. Bevor ich damit starte, möchte ich noch eine Sache erwähnen, die ich nicht vorbereitet hatte, die mir aber auffiel, als ich hier durch die TU ging. Und das ist das Thema Patriarchat und Geschlechterthemen.
Ich habe nämlich keine weibliche Toilette gefunden. Es gab nur Männertoiletten hier an der Technischen Uni. Und das ist etwas, was ich sowohl in Bezug auf die großen Tech-Firmen wie Google, Facebook etc. durchzieht, dass die ganzen Programme und Algorithmen primär von Männern geschrieben werden. Also da ist meines Erachtens sehr viel zu tun, dass man das eben auch geschlechtermäßig und vielleicht noch mit anderen Diversitätsaspekten geknüpft eben erweitert. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist eher was Schönes und Positives. Sowohl das erste Podium heute Morgen als auch das Podium jetzt ist ausgeglichen von den Referentinnen. Und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, gerade in diesem Themenbereich viele Frauen zu finden, möchte ich auch dieser Konferenz nochmal sehr herzlich danken, dass Sie sich da offensichtlich Mühe gemacht haben und diszipliniert haben, das hinzubekommen. Also ganz herzlichen Dank. Auch wenn ich es vielleicht nicht mehr sagen muss, sage ich es trotzdem, Digitalisierung ist mit die größte Transformation, die wir jemals erlebt haben. Also Dampfmaschine und erste industrielle Revolution vielleicht noch, aber das, was jetzt gerade passiert, ist eigentlich ja, unvorstellbar gewesen. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch erinnern, 2006 bei der Fußball-WM, was war die bekannteste App damals? Wisst ihr das noch? Richtig, es gab überhaupt noch gar keine Apps 2006 und das ist erst 12 Jahre her und jetzt haben wir so unglaublich viele und damals weiß ich noch, dass das Wort App sich noch gefragt wurde, ob das überhaupt eine Zukunft hat und heute machen wir unglaublich vieles über App und zwar jeden Tag fast, je nachdem, wo man wohnt und überall, also überall auch in Subsahara-Afrika haben die Leute vielleicht kein Stromnetz. Aber Mobilnetz gibt es. Und das in ganz kurzer Zeit, in der die digitale Infrastruktur ausgerollt wurde versus zum Beispiel dem Energienetz. Also die Geschwindigkeit und die Durchdringung in alle Lebens- und Arbeitsbereiche, die ist einfach unvorstellbar gewesen eigentlich und sehr, sehr revolutionär. Und gerade auch, weil sie mit den ganzen Smartphones so nah an uns Menschen ist und uns überall trackt etc., einfach etwas, was wichtig ist, nochmal zu durchdringen, wie durchdringend diese Transformation eigentlich ist. Und mein Plädoyer ist, dass wir, denn es gibt diese Widersprüche, es kann sowohl positiv wie negativ sein. Manche haben ja eben die Arme gehoben, dass es positiv sein kann, wie die Digitalisierung, den Kapitalismus oder da wäre ich auch eher bei dir die Gesellschaft transformiert. Aber die Mehrheit von euch hat ja die Hand gehoben, dass es negative Konsequenzen haben kann. Ich möchte jetzt ein bisschen anhand der klassischen drei Säulen der Nachhaltigkeit, ökologisch, sozial und ökonomisch, auf die sowohl guten wie auch schlechten Seiten eingehen und uns dann alle dazu ermahnen, ein paar Schritte anzudenken in diesen drei Bereichen, dass wir die Transformation auch gut hinbekommen. Im ökologischen Bereich, kennt ihr wahrscheinlich, ist es möglich, mit Digitalisierung krasse Effizienzgewinne zu erreichen. Wir haben das mal für 12 Anwendungsfälle in Landwirtschaft, Gebäuden, Mobilität ausgerechnet. Also ich bin ja auch Autorin von mehreren Studien zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und es ist theoretisch möglich, wenn man es gut macht, das Wachstum, und das kann man ja auch diskutieren, aber wenn man annimmt, es geht so weiter, von CO2-Emissionen zu entkoppeln. Also derzeit gibt es ja gleich viel Wirtschaftswachstum, gleich viel Anstieg von CO2-Emissionen und vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil wir einfach durch die Digitalisierung so viel mehr Daten verbrauchen, dass es womöglich sogar ein bisschen ansteigt. Es ist aber möglich, wenn man die richtigen Maßnahmen trifft, das zu entkoppeln. Es gibt noch ganz viele andere positive ökologische Effekte, wie zum Beispiel Dematerialisierung, weniger Papierverbrauch oder auch Pestizideinsparungsmöglichkeiten durch eine präzisere Landwirtschaft. Auch das kann man ethisch, moralisch wollen oder nicht, aber Pestizideinsparungen sind erstmal in Bezug auf unser Trinkwasser und die Bodenerosion ja was Gutes. Das kann aber alles natürlich auch total schlecht sein. Also einmal hatte ich schon erwähnt, den gestiegenen und dramatisch gestiegenen Energieverbrauch. Ich hatte hier so eine kleine Postkarte gesehen von Tillmanns Buch, dass wenn die digitalen Datenströme ein Land wären, das schon das drittmeiste Land mit dem drittmeisten Energieverbrauch wäre
Und das liegt halt einfach am Streaming zu 70% und noch an ganz vielen anderen Dingen und wächst halt einfach explosionsartig. Und da müssen wir natürlich, wenn es jetzt schon vorgreifen darf, was müssen wir tun? Einfach die Energiewende machen, ne? Also 100% Erneuerbare, dann ist das nicht so ein Problem. Aber im Moment ist es halt ein ganz großes Problem. Und was wir auch haben, ist natürlich bei Effizienzgewinnen die klassischen Rebound-Effekte. Also man spart was ein und dann hat man so manchmal so mental so das Gefühl, ach super, dann kann ich ja jetzt das woanders ausgeben, ne? Und das ist halt im Energieverbrauch dann auch manchmal so, da müssen wir auch aufpassen. Und das ist gerade bei meiner letzten Studie, die heißt Enabling the Global Goals, wo wir mal geguckt haben, wie die heutige Verbindung zwischen Digitalisierung und der Erreichung der UN-Entwicklungsziele, der SDGs, aussieht, haben wir einen ganz klaren negativen Link zwischen Digitalisierung und E-Waste, wenig überraschend, aber hat sich auch statistisch bewahrheitet, gefunden und die ganze Toxik und die sozialen Folgen davon sind natürlich immens. Und da, wenn ich auch jetzt da schon mal den Lösungen ein bisschen vorweggreifen kann, brauchen wir einfach eine radikale Transformation von der linearen zur Kreislaufwirtschaft. Noch 2 Minuten. Sehr gerne oder ungerne, aber ich versuche es. Im sozialen Bereich finde ich erstmal toll, mit wie vielen Menschen auf der unterschiedlichen Ecken auf der Welt ich privat kommunizieren kann, mit meinem kleinen Neffen in Amsterdam, mit dem ich Video telefoniere, oder auch derzeit mache ich eine Asien-Strategie für einen großen Konzern und arbeite zusammen mit Singapurianern, Indern und US-Amerikanerinnen, und wir können uns super kommunizieren durch Skype. So simpel das ist, wollte ich es trotzdem nochmal erwähnen. Das war ja auch nicht selbstverständlich vor 20 Jahren. Und außerdem gibt es im sozialen Bereich, wenn man jetzt eins meiner Herzensthema, demokratische Mitbestimmung, arabischer Frühling, ich meine, es gibt einfach unglaublich viele Chancen. Gleichwohl unglaublich viele Risiken. Die Filterblasen, die entstehen, und ein Journalist hatte mal so ein Experiment gemacht, sich ein AfD-Konto einzurichten, und hat so richtig gemerkt, also ganz viele Freundschaftsanfragen, und dann hat er so ein bisschen AfD-mäßig gepostet. Und dann bekam er ganz viel Zuspruch. Und zwar den ganzen Tag, 1000 Freundschaftsanfragen. Und irgendwann musste er sich selber abmelden, weil er gemerkt hat, wie dieser Zuspruch für die Mist-antidemokratischen Sachen, die er da postete, sich bei ihm so eingenistet hatte, dass er davon so ein bisschen abhängig wurde. Also, ne, und das war ein sehr linker Journalist. Und diese Filterblasen verstärken einfach auch, auch durch die Algorithmen, die dir immer das Ähnliche geben, ganz krass die radikalisierenden, polarisierenden Tendenzen. Also, dass jetzt eine AfD, Le Pen, Bolsonaro etc. stärker werden und hoffentlich auch am anderen Ende ein paar stärker werden, liegt unter anderem auch an dieser Verstärkung der Filterblasen im Internet, weil man da das sagen darf, was man in einem normalen Umfeld, im Stammtisch, wo auch noch nicht Leute, die das Gleiche denken, sind, dabei sind, damals eben nicht sagen durfte, und jetzt darf man es halt. Und dadurch erodiert aus meiner Sicht schon auch eine Kultur mit dem Hate Speech, den wir haben. Da müssen wir ganz groß aufpassen. Gibt schon ja erste Internetsuizide wegen Bullying. Und das Thema Ökonomie. Ich weiß, ich habe nur noch 30 Sekunden. Arbeitsplätze, ganz große Frage. Noch ganz viele andere Sachen, ne? Aber Arbeitsplätze. Wir haben da mal eine große Metastudie gemacht, über 50 Studien. Und die kommen ehrlich gesagt zu einem gemischten Ergebnis in Bezug auf den Saldo. Ihr habt bestimmt schon von dieser Oxford-Studie gehört, 48% der Jobs fallen weg. Drama, Drama. Über die Methodik kann man echt trefflich streiten. Ich finde die Studie eigentlich verantwortungslos. Gleichwohl zeigt sie eine Richtung, nämlich dass viele traditionelle Berufe, auch Blue-Collar-Berufe, eben wegfallen, und durch die digitale Transformation entstehen aber auch andere. Und eigentlich sind sich alle Studien einig, dass der Saldo an Arbeit, den es gibt, sich gar nicht so sehr verändert, der bleibt eher gleich, sondern die Art der Arbeit verändert sich halt einfach. Ein Logistiker, der jetzt Stapelfahrer ist, der fährt halt nicht mehr den Gabelstapler, sondern der wird koordinieren, dass die automatischen Gabelstapler alles richtig machen. Also so eine Transformation von selber machen zu koordinieren, Wissensarbeit, das kennen wir ja alles. Ich möchte mir erlauben, meine Zeit auch um eine Minute zu überziehen. Und zwar gibt es einmal noch die Chance... Nicht, dass das einreißt hier. Tja, ne, das ist ja so ein slippery slope. Ne? Also
Was ich nämlich echt sagen möchte, ist, dass es unglaublich geile Chancen in Bezug auf Ökonomie gibt, in Bezug auf sozialökologische Geschäftsmodelle, ermöglicht durch die Digitalisierung. Und da nenne ich jetzt einfach nur mal Sharing und 3D-Drucken. Sharing, dass man einfach das Ressourcenproblem mal angeht, oder 3D-Drucken, dass man wirklich nur bedarfsgerecht und auch der Konsument zum Prosumenten wird. Das finde ich einfach toll. Andererseits haben wir halt das Problem, und dann könnt ihr mich ja gleich grillen, der Monopolisierungstendenzen mit ihren negativen Effekten wie Marktmacht, Lobbyismus und einer krassen Erosion des Primats der Politik über die Wirtschaft, außerdem eine sehr stark steigende sozialökonomische Ungleichheit zwischen den Digital Haves und den Digital Have-Nots. Und das ist sowohl innerhalb von Gesellschaften als auch zwischen Gesellschaften. Was ich mir wünsche, ich sage jetzt pro Bereich eine Sache, bei Ökologie, Energiewende zu Erneuerbaren, sonst schaffen wir das nicht. Zweitens, Sozialschutz vor algorithmisierter Diskriminierung. Ganz, ganz wichtig. Ich möchte kein Social Scoring, das ist das Ende von Demokratie. Und ökonomisch wünsche ich mir eine einheitliche internationale Unternehmensbesteuerung und die Schließung von Steuerschlupflöchern. Und ich bin gegen eine einmalige Digitalsteuer, sondern eigentlich für eine richtige Besteuerung von allen großen Konzernen in ganz Europa gleich. Vielen Dank, ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Katharina. Ich würde sagen, wir arbeiten uns so von dem Globalen, von dem ganz Abstrakten, also Friederike hatte eine Dystopie und eine Utopie aufgemacht, über jetzt, ich würde sagen, ein abgewogenes, sowohl als auch die Digitalisierung hat Vor- und Nachteile, Potenziale und Risiken, hin zu konkreten Fragen. Und als nächsten Speaker haben wir Frank Rieger, zu meiner Linken. Frank Rieger hat verschiedene Startups schon gegründet, zu Datensicherheit, Navigation und E-Reading habe ich gelesen, ist derzeit Geschäftsführer eines Unternehmens und Speaker des Chaos Computer Clubs, der ja auch hier im Trägerkreis ist. Manche von euch mögen ihn durch den Podcast Alternativlos kennen. Er hat vielfältig publiziert und wir freuen uns auf seinen Beitrag heute. Willkommen, Frank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß nicht genau, ob ich so konkret werde. Ich glaube, wir müssen ein bisschen darüber nachdenken, was für eine Zeit wir gerade leben. Die Werkzeuge, die wir gerade bauen können, sei es künstliche Intelligenz, sei es Digitalisierung, entscheiden darüber, in was für einer Gesellschaft wir leben werden zukünftig. Wir haben das Problem, dass wir in diese, man nennt es immer Digitalisierung, aber es umfasst noch mehr, im Wesentlichen reingelaufen sind, ohne dass wir dafür einen gesellschaftlichen, philosophischen Unterbau hatten. Und der entwickelt sich auch nur sehr langsam. So, es gibt natürlich immer Technologiekritik, die sich insbesondere halt im Umfeld der Öko- und Nachhaltigkeitsbewegungen mehr oder minder in Verweigerung äußert, in ich kaufe mir kein Smartphone, weil das ist ja vom Teufel. Und dann habe ich doch eins und es ist gar nicht so schlecht. Und dann habe ich nicht drüber nachgedacht und plötzlich bin ich Facebook-Opfer. Das ist so die typische Karriere von Technologieverweigerern. Und stattdessen sollten wir vielleicht drüber nachdenken, was steckt da an Geschäftsmodellen dahinter? Die Technologie selber, die Algorithmen, die Mechanismen, die wir da haben, sind immer Ausdruck menschlicher Intention. Die sind immer Ausdruck eines Wollens, eines Willens. Die sind immer die Implementierung eines Ziels. Und dieses Ziel ist in der Regel Profit. Und wenn wir uns angucken, was die gerade Facebook und Google, die ja keine Social Networks sind, keine Suchmaschinen sind, sondern Werbeunternehmen. Deren Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass wir alle mehr Werbung klicken. Wenn man die Google-Leute fragt, warum betreiben die autonomes Fahren? Also was ist die Intention für Google, automatische Autos zu entwickeln, wo der Fahrer nicht mehr aufs Lenkrad gucken muss? Das ist ganz einfach. Die Amerikaner verbringen im Schnitt 1,5 Stunden pro Tag oder mehr im Auto. Und das ist Zeit, in der sie nicht auf Google rumklicken können, in der sie keine Google-Service benutzen, in der sie keine Werbung gucken können. Das ist das Ziel davon. Das erklärt so ein bisschen die Dimension, in der diese Konzerne unterwegs sind. Es geht um unsere Aufmerksamkeit. Es geht darum, uns dazu zu bringen, mehr Zeit mit ihren Systemen zu verbringen, damit sie uns mehr Werbung für unnützen Kram, den wir sowieso nicht brauchen, zeigen können. Und aus dieser Perspektive heraus
ist die Frage, wie Technologie gestaltet werden kann, wie Technologie so geformt werden kann, dass sie der Gesellschaft nutzt, dass sie uns hilft, den Planeten zu retten, dass sie dafür sorgt, dass wir die Dinge nicht schlimmer machen. Eminent wichtig. Und was dazugehört, ist nicht auf die Technologie zu gucken wie auf eine Naturgewalt, sondern klar im Blick zu haben, dass Technologie immer Ausdruck eines Wollens ist, in diesem Fall eines Geschäftsmodells. Und daraus folgt, dass einer der grundlegenden Punkte, wenn wir nachhaltige digitalisierte Entwicklung wollen, ist, dass wir keine Angst mehr davor haben, Geschäftsmodelle zu kritisieren, dass wir keine Angst davor haben, hinzugehen zu sagen, so, diese Unternehmen in ihrer derzeitigen Struktur, in ihrer derzeitigen Business-Ausrichtung sind nicht gut für diesen Planeten. Vielleicht müssen wir sie einfach mal kaputt machen, dass wir diese Furcht ablegen und dass wir das auch in die Politik hineintragen. Die Frage, wie Digitalisierung uns helfen kann, den Planeten zu retten, hat sehr viele Aspekte. Viele davon sind hier auch schon angesprochen worden. Aber wir sollten eins nicht aus dem Auge verlieren. In der momentanen Ausrichtung sind viele Digitalisierungsgeschäftsmodelle Modelle, die dazu führen, dass große Teile der Bevölkerung, das, was man mal so böse unter Prekariat zusammenfassen kann, in eine wirtschaftliche Situation bewegt werden, die es ihnen schwer machen, mit ökologischen und nachhaltigen Aspekten umzugehen. Wir sehen gerade den ersten Ausbruch in Frankreich. Was da passiert, die Proteste in den Warnwesten, es sind Menschen, die in prekären Jobs sind, denen die von Macron gerade vorgeschlagene Benzinsteuererhöhung einfach mal das Leben kaputt macht. Und zwar bedingt dadurch, wie sie in ein System gezwängt wurden, durch Digitalisierung, durch Systeme, die ihr Leben bestimmen, dass es für sie kaum noch möglich ist, ihre Existenz zu bestreiten. Und diesen Effekt haben wir in der Digitalisierung fast überall. Digitalisierung von Arbeitsplätzen, das heißt das Erfassen von Informationen, das Herausbekommen, wie funktioniert dieser Arbeitsplatz eigentlich, wie ist dieser Job strukturiert, führt als erstes dazu, dass diese Tätigkeit zwangsläufig eine Mindestlohntätigkeit wird. Einfache Logik des Kapitalismus, in dem Augenblick, wo ich perfekt vergleichen kann, wie sich ein Mensch in diesem Arbeitsplatz macht, wie gut er performt, dann ist es sehr einfach, viele Menschen einfach durchzurotieren, zu vergleichen und einfach nur die Besten zu behalten, die am meisten mit dem Druck klarkommen. Und der nächste Schritt ist natürlich Optimierung. Gucken wir uns die Lieferdienste an. Wir haben momentan die Situation, dass der Verkehr in den Städten insbesondere deswegen auch immer schlimmer wird, sowohl für Fahrradfahrer als auch für Autofahrer, weil die rechten Spuren der Hauptstraßen tagsüber eigentlich nicht mehr zu benutzen sind. Sie sind mit Lieferwagen zugestaut. Warum? Weil Digitalisierung dazu geführt hat, dass wir nicht mehr in den Laden gehen müssen. Ja? Und es ist natürlich saubequem, aber es gibt Lösungen dafür. Also in Asien zum Beispiel haben wir genau dieselbe Situation, nur da werden die Lieferungen an kleine Eckläden gemacht. Da wird nicht nach Hause geliefert, da wird an den Laden an der Ecke geliefert und man läuft da abends vorbei und sammelt seinen Kram ein. Das heißt, es gibt durchaus Mittel und Wege, solche Geschäftsmodelle so zu bauen, dass sie verträglich sind, dass sie dem Umweltschutz nicht zuwiderlaufen oder ihn sogar fördern. Aber eines der großen Probleme, was wir da haben, ist, dass diese Datenkrakenlogik, die wir momentan haben durch Facebook und Google primär, dieses, wir sammeln alle Daten, wir wollen alles wissen, wir möchten möglichst viel davon anhäufen, dass dieser Trend dazu führt, dass die wirklich sinnvollen Möglichkeiten, wie Digitalisierung zum Beispiel beim Senken des Energieverbrauchs eingesetzt werden kann, gar nicht stattfinden. Wir haben in Deutschland gerade diesen Schwachsinn, dass wir intelligente Stromzähler ausrollen, die dazu dienen sollen, dass man seine Waschmaschine laufen lassen kann, wenn die Sonne scheint und der Wind weht und der Strom billig ist. Und dabei übersieht man vollständig, dass die Möglichkeiten der Energieeinsparung dadurch eher gering sind. Also wenn man das mal ausrechnet, ist halt also tatsächlich ein relativ geringer Anteil, der dadurch realisiert werden kann. Was aber wirklich hilft, wofür man nicht alle Daten zum Energiekonzern übertragen muss, ist vor Ort, in dem Haushalt selber, in dem Betrieb selber, eine feingranulare Visualisierung des Energieverbrauchs. Wenn man weiß, in diesem Raum befindet sich irgendwas, was irgendwie ganz viel Strom verbraucht, dann kann man sich darum kümmern. Dann ist man in der Lage, selbst zu agieren. Dann ist man selbst wirksam. Das heißt,
die Menschen in die Lage zu versetzen, mithilfe der Digitalisierung ihr eigenes Handeln zu verbessern, ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dafür brauchen wir nicht Datenkrakentum. Dafür brauchen wir nur die Möglichkeit vor Ort mit den Sensoren, die man selber unter Kontrolle hat, den Daten, die man selber unter Kontrolle hat, zu sehen, was man eigentlich gerade tut. Und das Problem, was ich da so ein bisschen sehe, ist, dass so Nachhaltigkeit, Ökologie und so weiter ist natürlich gerade bei den Unternehmen gerade groß im Kommen, die sich dann irgendwie in der Business Class Lounge auf dem Warten auf ihren 30. Interkontinentalflug im Jahr darüber unterhalten, dass irgendwie vegan ernähren eigentlich eine gute Sache wäre und die CO2-Bilanz irgendwie ungefähr so aussieht davon. Damit kann ich nicht so viel anfangen. Na, also wir sind Hacker im Chaos Computer Club, wir haben es gern konkret, wir haben es gerne so ein bisschen handfester und wir sind interessiert an Lösungen und an Aspekten dieses Problems, die tatsächlich einen Unterschied machen, die halt nicht nur wolkige Luftnummern sind, sondern ganz konkret an die Geschäftsmodelle rangehen. Und das kann auch heißen, im Übrigen, schlechte Geschäftsmodelle durch gute Geschäftsmodelle kaputt zu machen. Ja, also die eigene Unternehmen aufbauen, Kollektive aufbauen, die in der Lage sind, Bedürfnisse zu erfüllen auf eine Art und Weise, die dem Planeten nicht schadet, sondern ihn vielleicht sogar verbessert, ist eine valide Möglichkeit, mit diesem Problem Digitalisierung umzugehen. Besser machen. Zwei Minuten. Besser machen ist in jedem Fall immer eine Option, die wir nicht aus dem Auge verlieren sollten. Dabei spielt eine Sache gerade so ein bisschen uns in die Hände. Und zwar haben die großen fünf, die großen IT-Unternehmen mittlerweile auch den gesamten Startup-Markt umgekrempelt, weil das Problem ist, dass so viele von deren Geschäftsmodellen, die man momentan finanzieren könnte, die momentan machbar wären, die datenkranken Geschäftsmodelle sind, werden nicht mehr finanziert. Die Venture-Kapitalisten haben gesehen, okay, wahrscheinlich lohnt es gar nicht, da Geld reinzustecken, weil im Zweifel kommt dann Google um die Ecke, baut es nach und dann ist man Nese. Deswegen ist gerade im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Ökologie, im Bereich Geschäftsmodelle, die nicht nur einen grünen Anstrich haben, sondern tatsächlich wirksam sind, gibt es tatsächlich auch gerade Geld. Das heißt, es ist nicht so, dass die Finanzierung für solche Geschäftsmodelle nicht möglich ist. Und das ist ein bisschen so, was mir gerade wieder ein bisschen Mut macht, dass dieser Umschwung hin zu einer grüneren Wirtschaft, zu einer Wirtschaft, die nachhaltiger, ökologischer, gerechter ist, die nicht darauf abzielt, auszubeuten, sondern Dinge besser zu machen, dass dieser Trend eben auch gerade bei den kleinen Unternehmen jetzt wieder anfängt und auch wirksam wird. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Frank. Ich leite über zu unserem letzteren Inputgeber, Pat Mooney. Ich hatte vergessen zu sagen, Pat wird auf Englisch sprechen. Also ich hoffe, diejenigen unter euch, die kein Englisch sprechen, haben bereits ein Headphone, sonst sich noch schnell eins holen. Pat hat eine lange Lebensgeschichte schon. Ich werde die jetzt nicht ganz wiedergeben. Er hat für viele internationale NGOs gearbeitet. Themenschwerpunkte waren International Trade and Development, Agriculture, Biodiversity and New Technologies. Also Digitalisierung ist ein großes Thema von ihm gerade. Er hat bereits 85 den Right Livelihood Award gewonnen und arbeitet jetzt in der Etc. Group, die sich insbesondere mit den Auswirkungen von neuen Technologien auf vulnerable Communities weltweit beschäftigt. Willkommen, Pat. Thank you. I'd like to look at digital capitalism as an example. An example will be the future of world food security, where I think we're having an impact. We're seeing an impact of digital capitalism already, and who's going to control our food supply, let's say in the year 2030. It's not a bad year to pick. We've just gone through a round of mergers. People in Germany are very well aware of, between seed and pesticide companies. The reason for the mergers, according to all of the companies involved, was because of technologies, because the need to control digital information. At the end of the mergers, if you look at the conventional wisdom, it says that the largest seed company in the world today is now Bayer,
because Bayer bought Monsanto, and there's other mergers as well, but Bayer came out on top. And Bayer is also the world's first or second biggest pesticide company. In fact, because of digital information, there's no longer a difference between the digital management of biology and the digital management of chemistry. It's really the same thing. So seeds and pesticides, now as two links in the food chain, have come together with these mergers. And today we have just four companies that control more than two-thirds of the world's basic inputs into our food supply, the seeds and the pesticides. Just four companies. And when civil society said, gee, that's too few, we need more diversity in our food system than having four companies at the beginning of the food chain controlling everything. But the companies say, well, it's four companies still, it's not just one, it's okay. And again, it's the merger for these companies of digital DNA, the ability to manipulate chromosomes, the base pairs of DNA on your computer, as it is their ability to manage the information about markets and weather, and other transportation flows and customer preferences and so on. But it's not just there. Down the food chain, we have another company no one ever heard of before in agriculture, and that's a company called BGI. BGI used to be known as the Beijing Genomics Institute, based in China. BGI has quietly been going around the world. It doesn't sell seeds or chemicals to anybody, but it's been going around the world offering gene banks, national and international gene banks, repositories of seeds, the opportunity to give BGI their seeds in return for a digital map of those seeds given back to them. In the meantime, while BGI has been doing that, it's been patenting the information they find useful in the digital maps of the seeds. So BGI has been trying to collect the genetic information, digital information, of more than 7.5 million plant varieties that were bred originally by farmers in 7,000 different crops, the entire world's food supply. So while it sells nothing to anybody, it may be, in fact, bigger than Bayer, far bigger than Bayer, and by far the most powerful company at the beginning of the food chain. But beyond BGI, with digital information, we have other companies. We have a company, for example, like John Deere. John Deere is the world's largest farm machinery company. Since the year 2000, John Deere has had sensors in its tractors, and it's had satellite information as well. It's allowed it to both monitor everything that happens in the field as its machinery plants the crop, everything that happens in the field when its farm machinery harvests the crop. And it's able to link that information to its knowledge of weather patterns, climate conditions, and market conditions. So at the end of the day, when we look at the beginnings of the food chain, John Deere wins because John Deere has the box with all the digitized information, and that box is the one that puts in the seeds, the pesticides, the fertilizers, and the water at the beginning of the season and harvests the crop at the end of the season. They know more than either BGI or Bayer knows because of digitized knowledge. But beyond that, we have the grain trading companies, companies like Cargill and Bunge and Dreyfus and Archer Daniels Midland, huge companies that have been handling the trade of food around the world. Those companies are panicking now because they have weather information and they have market information, but so does everybody else. In fact, they will lose out to the farm machinery companies because that information is also held by John Deere, and John Deere holds the genomics information as well. But it goes beyond that because you go further along the chain, see how digitization will affect processing companies and the food retailing companies, and the world changes again. Because if you're a processor, you're looking at basically a few basic ingredients. You need to have calories, you need to have mouthfeel, you need to have sweetness, you need to have a few sort of aspects of the nut, and you don't actually need to have nutrition, by the way, just sort of mouthfeel and calories and so on. And they look at that and they say, well, these commodities can all be changed now with digital DNA. We can actually look at metabolic pathways for all of our major food ingredients, and with digitization of that information, we are able to adjust those metabolic pathways so that we can compete with the field, and we can brew our food
and our beverages in vats instead, in factories, not in the field. And now we see more than 250 different food ingredients being developed through digital controls and use of metabolic pathways to take them out of the field and produce them again in factories, from vanilla to stevia, and it goes on and on, small crops initially, and bigger crops as time goes on. So a feeling then that, well, we don't actually need farming as such. We can move beyond that. Then we have the retailers. The retailers at the end of the food chain are saying, well, we can see all the rest of this is happening and the digitization of all of that knowledge, but we are the ones that are closest to the customer. We have more market knowledge. We have to dictate what exactly it is we're going to give to the consumers. And again, their control of the information means that for the first time, the retailers and some of the processors like Nestle's and Coca-Cola and Pepsi and so on as well are actually moving down the food chain, going directly to manage the production processes, whether it's in the factory or in the field. And they're linking their blockchains and their algorithms so they can trace everything from the field right to the grocery store and to your home. So they control more knowledge at the end of the day than anyone else along the food chain. But beyond that, there's another set of companies. And that set of companies are companies like Amazon that moved in and purchased food retailing companies. First, Whole Foods, the largest organic foods company in the United States, retailer, but now into China, they're also into New Zealand, and we don't know where else they're moving. They're not just trying to send you food on the internet, they're actually buying the shops, the stores, the grocery stores for the food. But they're also looking at, again, where that food comes from. How do they provide their digital knowledge to manipulate more of the food system? We have companies like Microsoft, who is now a plant breeding company working with Carlsberg, the brewery in Denmark. And Microsoft has found out that it's able to manipulate information about DNA in such a way that it can help to change the hops and change the yeasts and change the actual production of varieties of barley and wheat and crops like that. So suddenly Microsoft is a plant breeding company that may someday compete with Bayer. We have Google. Google is now working with Alibaba in China, advising Chinese farmers on how to increase the yield of pigs, of swine, and giving direct advice to small producers. We have Facebook now working with BASF here in Germany, advising, using their face recognition technologies to identify crop pests and diseases in fields in my country, Canada. So Facebook is suddenly a player in the food system. 2 minutes. So the question then for us, as we look at these changes in the system, who in the end will be feeding us in the year 2030? What will they be giving us? What we have is a group of companies, a smaller and smaller group of companies with more and more information, who when the controllers and the world, the people concerned about competition policy say, well, we can't have this. We only have the big five suddenly in charge of our food supply. And the companies say, well, that's all right, there's five after all. As they now say, well, it's all right, it's better than the four that control seeds and pesticides today. But the control is enormous, the control might be much greater. And in that control, at the end of the day, that's what we have to eat. That's what's left when we try to adjust to climate change. And if we don't have more control of our food supply than that, if that digital information, the digital DNA, and the marketing and weather information are controlled by those companies, then our hope for the future in feeding our children is very low. It's Sunday. I'm not a religious person, but I know this, the prayer, give us this day our daily bread, is not a prayer to Amazon or to Facebook or to Google or to Alibaba. Thank you. Ja, vielen Dank, Pat. Bevor ihr im Publikum gleich dran seid, die Chance habt zu diskutieren, möchte ich gerne eine kurze Runde hier von Reaktionen aufeinander ermöglichen. Es war vorher so abgesprochen. Ich hoffe, ihr habt alle
die ganze Zeit gedacht, ah, das ist spannend oder das sehe ich leicht anders. Wenn ich noch eine bestimmte Richtung mit reingeben darf, die Frage, what to do, also was machen wir da jetzt raus? Also wir hatten vielfältige Analysen, was machen wir jetzt mit den IT-Giganten oder auch von mir aus auf einer generelleren Ebene? Wie bringen wir den digitalen Kapitalismus eher zu Utopie als zu Dystopie? Das reingegeben und wer von euch möchte beginnen? Ja, ich habe da zwei Gedanken zu diesem Thema John Deere. Wir als Hacker sind ja schon immer so ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit den Ausprägungen des Urheberrechts und der Kontrolle von digitaler Information. Und tatsächlich ist es so, dass wir in letzter Zeit relativ viel auch mit Menschen zu tun haben, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen im Bereich landwirtschaftliche Geräte, der Frage Right to Repair und dem Ansatz, wie können wir auf gesellschaftlichem, gesetzlichem Wege Hersteller zu verpflichten, ihre Geräte nicht so dermaßen zuzunageln, sei es jetzt Trecker oder sei es auch normale Digitalgeräte. Und da ist halt, denke ich, eine große Überschneidung zwischen den Dingen, wo wir als Hacker sagen, okay, wir wollen halt basteln, ja, wir wollen halt in der Lage sein, die Technologie unter unsere Kontrolle zu bringen, und den Erfordernissen eines nachhaltigen Wirtschaftens, die es halt möglich machen, die Ressourcen möglichst lange zu benutzen, möglichst lange damit zu arbeiten und nicht nur den Kontrollinteressen eines Konzerns zu folgen. Und ich denke, dieser Punkt, diese Meta-Erkenntnis, dass sich eben auch die Ökologiebewegung um solche Probleme wie Copyright und Urheberrecht kümmern muss, weil die im Wege stehen bei nachhaltigen Wirtschaften, bei nachhaltiger Landwirtschaft und dem möglichst langen Benutzen von Geräten, was der effektivste Weg der Ressourcennutzung im digitalen Bereich ist, die ist, glaube ich, ja, notwendig, die so ein bisschen mehr in die Breite zu tragen. Also es ist halt einfach wir stehen da sozusagen auf derselben Seite aus unterschiedlichen Aspekten. Super. Ich habe jetzt hier gleich zwei Meldungen auf dem Podium. Geht es in die gleiche Richtung? Dann würde ich erst diejenige dran nehmen, die so daran anknüpft. Oder geht es ganz woanders hin? Okay, wenn es woanders hin geht, dann zuerst Friederike, die hat sich zuerst gemeldet. Ich kann ja versuchen, daran anzuknüpfen. Nachhaltiges Wirtschaften hört sich immer sehr schön an, aber wenn es eben darum geht, dass nachhaltiges Wirtschaften heißt, sowas heißt wie Right to Repair, das ist ja nichts anderes als zu sagen, wir haben weniger Wachstum in der Gesellschaft und das geht einfach nicht mit kapitalistischen Strukturen zusammen und es ist ein Widerspruch in sich und das müssen wir uns bewusst machen, ansonsten kommt es eben zu den Rebound-Effekten und ansonsten kommt es zu gar nichts. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich andere Logiken miteinander leben und die müssen attraktiv sein, weil deshalb kommt es dann ja auch zu der Karriere von den Technikverweigerern, die dann eben doch irgendwann bei Facebook landen. Ich bin noch nicht da, aber warte immer darauf, dass die attraktive Alternative kommt. Haben wir gestern gehört, es gibt 200 Alternativen, glaube ich. Also wir müssen einfach entscheiden, die machen wir jetzt attraktiv, indem wir da mitmachen und indem wir die attraktiv gestalten. Ich denke, das ist das Wichtigste, um eben auch weitere dazu ziehen zu können. Und auf wirtschaftlicher Ebene heißt das eben auch, wir müssen andere Strukturen aufbauen in der Landwirtschaft, zum Beispiel solidarische Landwirtschaft, was eben wirklich nicht nur mit Kapitalismus, sondern auch mit Tauschlogik bricht. Mein neuestes Buch, das gerade rauskommt, heißt Ausgetauscht, warum gutes Leben für alle Tauschlogik frei sein muss und geht einfach nochmal wirklich an die ökonomischen Wurzeln von dem allen. Das ist immer, gestern gab es ja auch das Commons-Poly-Spiel, hatte Silke Helfrich hier mitgebracht. Da ist mir selber, als ich dieses Buch geschrieben habe, nochmal aufgefallen, Monopoly ist kein Kapitalismus, Monopoly ist Tauschlogik. Und wir müssen uns wirklich diese Strukturen klar machen, um zu kapieren, was wir stattdessen miteinander leben wollen. Ich sammle jetzt mal hier so Vorschläge. Also ich habe jetzt gehört Right to Repair, ich habe gehört Alternativen aufbauen. Ja, also im Wesentlichen möchte ich mich eigentlich auf alle beziehen,
denn du, Friederike, hattest vom Facebook-Zerschlagen-Workshop gesprochen und mich würde mal interessieren, wie viele der Teilnehmer auf Facebook gepostet haben, dass sie in einem Facebook-Zerschlagen-Workshop waren. Zwei? Aha, interessant. Oder auch, wenn ich zum Beispiel so gefühlt Bayer total doof finde, aber dann eine Aspirin nehme, wenn ich Kopfschmerzen habe. Ne? Also das sind diese Widersprüche, die mich so interessieren oder die Philosophie, die du angesprochen hattest, Frank. Das ist im Endeffekt, was können wir tun? Ja, kann ich natürlich mit meiner systemischen Brille gucken. Wir brauchen eine einheitliche Bemessungsgrundlage für eine Körperschaftssteuer, die auch die Digitalunternehmen zahlen müssen. Ja, wir brauchen auch bessere Rechtsdurchsetzung, viel mehr Stärkung der Institutionen, um das Primat eben der Gesellschaft über den Kapitalismus zurückzugewinnen. Nur im Wesentlichen, was können wir tun, bezieht sich ja auch auf uns als Einzelpersonen. Ja, da können wir dann halt unsere Interventionsmodi finden, uns in der Politik engagieren, alternativ leben, alternative soziale Netzwerke gründen, was auch immer. Aber auch jeden Tag uns mal hinterfragen, in welchen Widersprüchen wir eigentlich leben. Und was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist so eine Form von Lebensbildung und Empathiebildung und Verständnis, es verändert sich so unglaublich viel, diese Philosophiefrage, die du angesprochen hattest, oder Pat, was du über die krassen Machenschaften quasi berichtet hattest, wie gehen wir auch persönlich damit um, in so einer Welt zu leben und dass wir es schaffen, in Anführungsstrichen trotzdem noch ein schönes Leben zu führen. Und da möchte ich gerne auf das Individuum pochen, dass wir empathisch und respektvoll miteinander versuchen, die Transformation auf der individuellen, aber eben auch auf der systemischen Ebene hinzubekommen und uns nicht gegenseitig dann mit dem Finger zu zeigen, du bist aber bei Facebook und du bist böse, sondern eben zu gucken, ja, wie schaffen wir das alle in diesen Widersprüchen, in denen wir alle sind, ja, klarzukommen. Und diese Herzensbildung neben den ganzen systemischen Sachen, für die ich mich ja einsetze, ist mir eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass wir die Transformation schaffen können. Super. Ich fasse nochmal zusammen. Also wir haben die Alternativen, wir haben die individuelle und die systemische Ebene. Pat. Yeah. That's right. Make sure I'm very glad to know that there's work being done on the right to repair, and I understand that's happening. It's important. It's wider, though, than just, of course, the right to repair. It's the right to control the information. Does the farmer control the information, or the retailer, or who has that control? In the end, John Deere's goal is probably to in fact, control crop insurance, because they have more information than anybody else. Then they're the ones that determine what the insurance price should be, and then they can dictate exactly what products the farmer will use in order to get the best crop insurance. So it goes just far beyond that, I think. But it's also a question, I think, of the... I've had two more minutes. I would have actually gone on to say there's another layer of companies. It's not just those five, and I think it's wrong for us to fixate on the five, and I'm guilty of that as well. There's another layer of companies like BlackRock, Vanguard, State Street, Blackstone, companies that most people have never heard of that are asset management companies. And in the case of the last mergers, when you look at control of data, BlackRock was actually investing in all its shares in all of the companies that were about to be merged. So it was able to, it's like being at a poker game where one of the poker players can walk around and look at everybody else's cards. And they had that knowledge. So they can dictate who's going to merge and under what conditions and who's going to be a winner. And their control of that data of investment is vastly higher than any of the other companies I've mentioned. And now they're the biggest players in agriculture. So we can't assume we know who the bad guys are yet. And it goes back to, when we talk about BlackRock and Blackstone, we're really talking about the fundamentals of capitalism. It doesn't get paved over easily. It's not a simple thing. We don't need just Disneyland theme parks of interesting tricks or interesting little vignettes of something that's kind of useful that's been done. It's a more fundamental challenge of the capitalist system. But can I maybe ask you then specifically, what would your, what to do? What's your approach to tackle these different layers of concentration within companies? Well, ultimately, I think we need two things. We need to have citizen-based technology assessment.
It has to be grounded in our societies, in our social movements. It can't be tied to a single technology, not to digital information, not to biological information, not to pharmaceuticals. It's got to be citizen-based capacity to assess technologies, because our governments can't do that now. Then we need to build that in from the citizen base. We need to build that into national governments having serious technology assessment capacity. Then we needed to build it up even to the United Nations level. Back in the 1990s, the United Nations had a capacity to assess technologies. It was cut off right at the beginning of the internet and the so-called knowledge economy. The UN was given a frontal lobotomy by the companies, saying we don't want to have anyone monitoring our technologies. That's got to be changed. Secondly, we also have to have competition policy. We need to radically change competition policy in national governments, at the European level, and again at the United Nations level. And those two things, I think, will get us in the place where we have a chance of controlling technology. If we simply take each technology one at a time and try to win these battles, we will obviously lose, because we don't know whether it's going to be BlackRock or BGI or Bayer that's going to control it at the end of the day. Vielen Dank. So, ich glaube, wir haben jetzt von allen zumindest ein, zwei oder gar drei Ideen gehört, was wir jetzt aus all diesem machen. Ich möchte jetzt, ihr könnt euch jetzt entspannen, ich möchte jetzt euch und Sie bitten, nochmal aktiv zu werden. Und zwar schaut doch bitte mal nach links und nach rechts, lächelt eure Nachbarinnen an, ob ihr sie kennt oder nicht. Und ihr habt jetzt 5 Minuten, um das zu diskutieren, was ihr hier gehört habt. Der Fokus ist euch überlassen. Was habt ihr verstanden? Was habt ihr nicht so richtig verstanden? Was war neu? Was war spannend? Was war vielleicht die entscheidende Idee zur Frage, what to do? Und zwar im Hinterkopf, ihr könnt jetzt 5 Minuten unter euch diskutieren, und dann ist die Möglichkeit, hier Kommentare und Fragen aufs Podium zu bringen. Auch das könnt ihr bei diesen 5 Minuten schon im Hinterkopf haben. Viel Spaß. Well, that takes
Oder soll ich denen sagen, dass sie zu den Seiten kommen? Nee, ich kann halt nicht. Okay. Vielen, vielen Dank. Das hat genauso geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich muss euch und Sie jetzt trotzdem bitten, wieder leise zu werden. Super. Ja, da scheinen viele hoffentlich spannende Ideen und Fragen entstanden zu sein. Ihr dürft jetzt fragen und kommentieren, wie auch immer ihr wollt. Ich habe nur zwei Bitten. Bitte sagt kurz euren Namen und bitte haltet euch kurz. Ansonsten könnt ihr jetzt fragen und kommentieren, wie ihr möchtet. Wenn ihr eine bestimmte Person, euch eine Antwort von einer bestimmten Person erhofft, bitte sagt das dazu. Vivian wird das Mikrofon rumbringen. Ja, vielen Dank erstmal. Ich bin Tom Kopp von der Uni Göttingen. Vielen Dank für die spannenden Impulse und Gedanken. Meine Frage, und da haben wir auch gerade zusammen drüber diskutiert, unsere Frage geht zu Frank. Da ganz am Anfang hatte ich die Regel von Steffen falsch interpretiert. Ich habe mich bei beiden gemeldet. Großkonzerne zerschlagen oder nicht. Der Hintergrund ist, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, verschiedene Geschäftsbereiche in unterschiedlichen Unternehmen aufzubewahren, also Facebook und WhatsApp zu trennen.
aber diese großen, also diese natürlichen Monopole aufzuteilen, ist vielleicht nicht, also ist auf jeden Fall schwierig, weil die sind ja deswegen so gut, weil sie so viele Nutzer haben. Und wenn man jetzt sagt, hier Google muss nach so und so vielen Millionen Anfragen am Tag ihre Server ausschalten und dann kann man zur nächsten Suchmaschine wechseln, ist vielleicht, oder Facebook nur noch die Hälfte der Konsumenten oder die Hälfte der Nutzenden bedienen und alle anderen müssen rausgehen, dann wollen ja auch alle da bleiben. Und die Frage, die sich da so ein bisschen drauf stellt, was gibt's für, und deswegen, also du hattest ja so leicht touchiert, diese Konzerne zu zerschlagen oder Facebook zu zerschlagen. Und ich glaube, der bessere Weg wäre eben so diese Geschäftsmodelle obsolet zu machen, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Und da würde mich oder würde uns so ein bisschen, wir dachten so, die dazu zwingen, einfach alle Daten über User, die sie sammeln, öffentlich zu machen, dann können die alle nutzen und dann lohnt es sich für Facebook nicht mehr so sehr, diese zu generieren. Aber dann hat man natürlich wieder Datenschutzprobleme, deswegen vielleicht, was sagst du dazu? Danke. Also gut, alle Daten von Facebook öffentlich zu machen, würde wahrscheinlich zum Ende der Gesellschaft führen. Weil jeder von uns hat nur einen gewissen sozialen Spielraum für die Geheimnisse, die jeder von uns zurecht hat. Die Frage, wie zerschlägt man solche Technologiekonzerne? Es gibt mehrere Dimensionen dabei. Dimension 1 ist Manipulationsmacht, gerade bei Facebook. Also die Frage, wie viel Macht zur Manipulation von Menschen soll in einer Hand liegen? Und bei Facebook ist die offensichtlich zu groß, wie wir am Cambridge Analytica-Skandal und den anderen Geschichten gesehen haben. Deswegen ist unser Vorschlag der Federation, das heißt, uns ein Vorbild daran zu nehmen, wie in den USA die große AT&T zerschlagen wurde, also der große Telekommunikationskonzern, der wurde aufgespalten in viele kleine Einheiten, die trotzdem noch miteinander reden können. Und die Technologie ist mittlerweile da, wir haben es in anderen sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Mastodon, da funktioniert es halt so, dass es viele Server gibt, die alle ihre eigenen Regeln haben, die ihre eigenen Prinzipien haben und trotzdem können sich alle User in diesem System finden. Und nach so einem ähnlichen System könnte man Facebook zerschlagen, also zu sagen, 10 Millionen User pro Server, that's it, mehr darfst du nicht, weil dann wird deine Manipulationsmacht zu groß. Am Ende wird Facebook sowieso primär aber von den meisten Leuten nur noch als Adressbuch benutzt und ist eine Funktion, die man problemlos über so ein Federation-System abbilden könnte. Bei den anderen Technologiekonzernen wird es ein bisschen schwieriger. Wir denken, dass es eine Kombination sein muss aus Alternativen bauen und aus gesetzlicher Regulierung, die bestimmte Businessmodelle einfach angreift bzw. sehr viel schwieriger macht, um Möglichkeiten zu finden, die negativen Auswirkungen dieser Machtkonzentrationen in den Griff zu bekommen. Super, danke. Weitere Fragen? Mein Name ist Mute Schimpf, ich arbeite mit dem Umweltdachverband Friends of Earth Europe. Meine erste Frage ist an Frank. Du hattest ja gesagt, sozusagen, du willst konkrete Sachen, die eine Wirkung haben, die man anders machen kann. Und es gibt verschiedene Bewegungen, die Hackerbewegung, die Umweltbewegung, die Food Movements, sorry, ich kann kein Deutsch mehr. Und ich glaube, ich fand es sehr inspirierend, aber wie bringen wir das besser zusammen? Also jenseits von diesem John Deere-Example, wie kann man sozusagen Aktivisten, lokale Aktionsgruppen dazu befähigen, Dinge wieder selbst in die Hand zu nehmen, um politischen Druck zu erzeugen, dass Dinge anders passieren? And my second question is to Pat. Thanks for your amazing, inspiring presentation, especially that you also mentioned the role of investors. One thing where I personally really struggle with is the fact that now the agrochemical giants like Bayer, BASF, Syngenta, however they're called, if I look on their problem assessment for global problems, I'm really puzzled that actually their problem definition is so similar to ours. They say climate change, food safety, diverse consumers' demands, all of this. And it's very hard if you say digitalization or modern technologies should be used to deliver solutions for real problems, if they claim our language, our terms, our successes for the movement. And I would be interested to hear something from you to this. Okay, ich mach's kurz. Einer der Gründe bzw. einer der Methoden, wie wir diese beiden Bewegungsströmungen zusammenbringen, ist unter anderem dieser Kongress, die Beteiligung des gerade des Chaos Computer Club und der Hackerbewegung an der Organisation, an der Durchführung, ist für uns auch jeweils, sag mal, als Signal gedacht, dass wir da sehr interessiert sind. Wir haben Ende des Jahres den Chaos Communication Kongress.
27. bis 30. in Leipzig. Tickets gibt es noch ein paar, glaube ich, beim nächsten Batch. Aber es gibt auch die Streams. Also wir versuchen diese, auch gerade diese Themen schon auch in den Vordergrund zu bringen, weil wir sehen, dass es natürliche Allianzen zwischen diesen beiden Bewegungsströmungen gibt. Und also nicht nur bei dem Thema Copyright, Urheberrecht, sondern auch an vielen anderen Stellen. Und wir sind da eigentlich eher optimistisch, dass es gelingt. Es gibt natürlich so gewisse Reibungskonflikte, so gewisse kulturelle Verschiedenheiten, die auch nicht weggehen werden, aber da müssen wir uns dann halt im Zweifel darauf einigen, dass wir vielleicht an einigen Stellen nicht übereinkommen, an anderen aber schon, um was zu bewirken. Thanks for the question. The companies are saying what we say, and they're saying that they need to become bigger and have more freedom of operation in order to provide us with the technologies we need to have food on the table in 2050. So they are making that case passionately, that they are aware of climate change, they see the problems of dietary demands for meat and dairy products especially, and they're trying to resolve that, but they need to be given the freedom to operate. But we have to look at both the history of the companies and, in fact, what they are doing even now. Today, if you look at all of the agricultural input companies, 45% of their research globally is in one single crop, corn or maize. That's it. So their answer to climate change in feeding us is more corn. I mean, popcorn? It's absurd. They don't have the movement. The companies collectively together, in fact, only work with about 12 major crops in total. They do some other ornamentals, but mainly 12 crops. They've produced about 100,000 patented plant varieties since the 1960s. During that same time period, peasant agriculture has worked with 7,000 crops, not 12, and they've produced 2.1 million unique plant varieties. So if we're going to survive climate change, then the goal, I think, is to work with peasant production around the world that already feeds 70% of the world's people and create the market environment, the political environment that allows them to do their job better and gives them access to what they need in terms of breeding material and research to do their job better. It's not to go to companies who have narrowed down our food system to almost nothing, and they think think that innovation is simply another algorithm. Da ich ja jeden Tag mit diesen großen Firmen und vor allen Dingen auch den Nachhaltigkeitsabteilungen zusammenarbeite, möchte ich auch zu der zweiten Frage was sagen. Und zwar zwei Dinge. Das erste ist, von außen sieht es so aus, als ob allen klar ist, dass das total böse ist, was die machen und dass sie sich dort wie Spin-Doktoren dann jetzt eine tolle Geschichte ausdenken. Und das mag vielleicht sein, wenn die Deutsche Bank marketingmäßig, als sie ihr neues Gebäude gebaut hat vor 10 Jahren, auf ihre Webseite schreibt, Nachhaltigkeit bekommt ein neues Zuhause, weil sie ein grünes Gebäude bauen. Aber es geht ja ums Kerngeschäft. Ja? Und gleichwohl kenne ich viele Einzelpersonen, die Nachhaltigkeitsthemen treiben in den Unternehmen und versuchen, das System sozusagen von innen aufzumischen. Es ist also alles immer nur so, auch da nicht schwarz und weiß nur. Auch in den Unternehmen gibt es Menschen, die wirklich glauben, dass die Welt nur mit den großen Konzernen sich ernähren kann. Und da möchte ich gerne dann zum zweiten Punkt kommen. Diese Sprachermächtigung, die du genannt hattest. Es ist unglaublich wichtig, dass wir, ich tue jetzt einfach mal so, als ob wir hier vielleicht alle eine ähnliche Meinung hätten, das weiß ich ja gar nicht, als eben nicht eine von den 5 Großen im Ernährungsbereich, ganz klar wissen, dass natürlich Permakultur eine viel höhere Produktivität pro Quadratmeter hat und dass wir uns eben nicht
vom Mainstream, der sagt, Nachhaltigkeit, die Deutsche Bank bekommt ein neues Zuhause oder Lidl ist jetzt auch total nachhaltig und Aldi ist der größte Biohändler in ganz Deutschland etc. Ja, also wie sich alle jetzt grün hinstellen und die Welt wird aber nicht grüner, dass wir immer klar differenzieren und das ist Arbeit, da brauchen wir Zeit für, um diese Argumente zu entmanteln, um aufzuzeigen, wie es tatsächlich ist. Aber ich würde abraten davon, dann immer die mit dem Zeigefinger zu beschuldigen. Da sind nämlich auch Einzelpersonen, die versuchen, die Welt besser zu machen, sondern eher die Realität, von der ich glaube, dass wir hier alle überzeugt sind, zu der zu machen, die so attraktiv und wahr und richtig ist und die lauter zu machen und besser zu verbreitern. Und dafür brauchen wir eigentlich auch viel mehr Geld, weil das Geld ist leider auf der anderen Seite. Aber dass wir versuchen, diese Worte für uns zurückzuerobern. Okay, wie das immer so ist auf Panels, es gibt höchstwahrscheinlich mehr Fragen als Zeit. Deswegen würde ich jetzt noch zwei Fragen dran nehmen. Bitte ganz kurz und dann noch ganz kurze Antworten. Einmal bitte die Hände heben, wer noch Fragen oder Kommentare hat. Vivian, du darfst das entscheiden. Ich nehme einfach die ersten, das war hier und fang an. Okay, ja, hallo, mein Name ist Emanuel und okay, ich versuche es mal kurz zu machen. Ich habe, wenn man sich das ein bisschen so zu Ende denkt, dann sehe ich da vor allem zwei Probleme. Nicht nur, dass die Konzerne jetzt so groß sind, sondern sie werden auch noch immer größer. Und wenn man mal die Gesetze zusammennimmt und das mathematisch zu Ende denkt, dann habe ich so das Gefühl, dass in 50 oder 100 Jahren sind genau zwei Konzerne übrig, die sich hälftig den gesamten Weltmarkt in allen Märkten teilen und fangen wahrscheinlich beide mit A an. Ich habe auch das Gefühl, dass wir Einzelnen gar nicht so viel dagegen machen können, weil es ist wie so ein Pokerspiel und das Kapital sich einfach häuft. Wäre es eine global durchsetzbare Strategie, zu sagen, wir dezentralisieren einfach top-down, indem wir Größenbeschränkungen für alle Konzerne weltweit fördern in, sage ich mal, Beschäftigungszahlen, Umsatz und dergleichen, weil dezentral können wir die Wirtschaftsleistung sicher auch aufbringen. Super, und ich würde direkt die zweite noch dazu nehmen. Ja, hallo, Marita Wegerthale von der Entwicklungsorganisation Oxfam. Uns beschäftigt sehr das Thema Konzernmacht, Marktkonzentration, Monopole. Wir haben Anfang des Jahres zusammen mit 25 anderen Organisationen die Initiative Konzernmacht beschränken gegründet, weil wir versuchen, über eine grundlegende Reform des Kartellrechts sozusagen der zunehmenden Marktkonzentration Einhalt zu gebieten. Das ist der einzige womöglich oder der stärkste Hebel, um eben diese Konzentrationsprozesse zumindest zu versuchen aufzuhalten. Und ich frage mich jetzt, weil wir auch das Thema Zerschlagung hatten, in Deutschland gibt es noch gar kein Gesetz, was das möglich macht. Von daher ist das erstmal eine theoretische Diskussion. Wir brauchen erstmal ein Entflechtungsgesetz sozusagen dafür. Aber jenseits praktisch der kartellrechtlichen Möglichkeiten würde mich nochmal vom Podium interessieren, welche anderen sozusagen regulatorischen Initiativen können jenseits des Kartellrechts noch helfen, Konzernmacht der marktmächtigen Konzerne sozusagen zurückzudrängen. Dankeschön. Wir machen jetzt eine ganz kurze Speedrunde hier übers Podium. Wir haben zwei Fragen, Größenbegrenzung und Kartellrecht, wenn ich das so zuspitzen darf. Und ihr könnt alle, könnt, müsst nicht alle noch mal kurz darauf eingehen oder den einen Punkt bringen, den ihr noch dem Publikum mitnehmen wollt. Wer möchte anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ich werde nicht sagen, welche gesetzlichen Regelungen man treffen muss, weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist, dass wir gucken, wie kommt Neues in die Welt und wie kann man sowas aufhalten, dass es in 100 Jahren nur noch zwei Konzerne gibt. Ich bin nicht nur Ökonomin, sondern auch Historikerin und wenn ich mir die Geschichte angucke, dann sehe ich immer, wie sehr sie sich eben doch verändert hat. Man sitzt immer in der eigenen Situation und denkt, man kann gar nichts ändern und wenn man sich Geschichte anguckt, dann sieht man, wie viel sich verändert. Und es verändert sich eben von unten. Das ist übrigens genau, wir hatten auch gerade in der Pause die Diskussion, wie kommt Veränderung? Und Katharina, du hast ja auch, ja, wo ist die Lösung und so. Als ich 12 war, wurden gerade die Grünen gegründet und ich dachte, ja, wenn ich groß bin, gehe ich auch in den Bundestag. Insofern dachte ich, das wäre mein Traumjob. Und inzwischen sehe ich eben anders,
dass man in totalen Zwängen drinsteckt. Und ich bin durchaus dankbar für Leute, die versuchen, in diesen Zwängen irgendwas umzusetzen. Aber das, was Neues in die Welt kommt, kommt aus Bewegungen heraus. Und wie wir Bewegungen verknüpfen, ich glaube, dass die Grundtendenz in diesen Bewegungen, die genannt worden sind, wie für Ernährungssouveränität und andere, gar nicht so weit auseinander sind. Es gibt so vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, wo Steffen ja auch drin ist, zum Beispiel diese Initiative Degrowth in Bewegungen, wo 32 Bewegungen untersucht wurden. Und das Ergebnis ist, was sich eigentlich in allen findet, ist, dass Bedürfnisse im Zentrum stehen, unterschiedlicher Art natürlich. Aber die Bedürfnisorientierung ist das Gegenteil von der Leistungsorientierung. Und das, was eben durch diese in dem, was du auch beschrieben hattest, Frank zum Beispiel, wir jetzt eben nur noch die Allerbesten den Job kriegen und so. Das ist eben auch wieder eine Verdichtung dieses Leistungsprinzips, mit dem wir da konfrontiert sind. Und wir müssen damit das aufbrechen und wir müssen auch genau analysieren, wie sehr das auch schon, ich wiederhole mich da, weil es sehr schwer zu verstehen ist, aber wie sehr das schon in diesem Gedankentauschlogik, nämlich ich kriege etwas nur, weil ich etwas leiste, drinsteckt. Und da müssen wir ansetzen. Und die gute Nachricht ist, wir können überall ansetzen und wir können jederzeit ansetzen. Wer möchte als nächstes? Dann Frank. Also nur ein Gedanke. Ein großer Vorteil der so großer natürlicher Monopole wie Amazon ist, dass man dann weniger Konzerne enteignen muss. Super, endlich, es ist endlich mal so eine positive, so wird es einfach. Pat, do you want next? Or? I'm going to break this technology, for sure. I think we need to do several things at once. In answer to my colleague from Oxfam here in Germany, which is doing, I think, really excellent work in challenging these issues. One of them is we need to strengthen the positive side. We need to be supporting solidarity agriculture, solidarity food systems, and we also need to be supporting agroecology at the community level, national level, and globally. And the other side, we need to be challenging the multinationals and challenging the companies that control the multinationals. Those two things have to go together. It's not one or the other, it's the two of them. And there are many other channels that can be used. You can talk about intellectual property law and how that can be changed and so on, beyond competition law and technology assessment, but they all go there together. We need to get past where we've been, looking at short-term campaigns, 2 and 3 year campaigns. We talk about having a slow food movement. We need to have a long food movement, a food movement that can look 10, 20, 25 years ahead and say, here's tactically, politically where we need to be. We can't do it in 5 years, we can't do it in 10 years, but we can change those structures over a 15 or 20 year timeline. If we don't have that long food movement, we will never be successful. Wie können wir global Alibaba und Amazon oder Apple, also auf jeden Fall die zerschlagen? Das Problem ist, dass wir, denn es gibt ja, die Konzerne sind global und wir haben keine globale Regierung. Und da bin ich dann vielleicht eher bei Friederike, um zu sagen, da müssen wir halt einfach dezentral anfangen. Aber dieses Wir mit dem Globalen, das geht schon auf europäischer Ebene unglaublich schwer nur. Das ist leider schade. Auch wenn ich immer sehr gerne im globalen Wir denke, es gibt es halt regulatorisch einfach nicht. Und die UN werden gerade krass erodiert, was ich auch nicht schön finde, aber was halt leider zu beobachten ist. Welche regulatorischen Initiativen über das Kartellrecht hinaus, also zum Beispiel die Körperschaftssteuer in Europa gleich mit einer gleichen Bemessungsgrundlage, die auch für Digitalkonzerne gilt, das Schließen von Steueroasen, dann bin ich für eine krasse Stärkung des Whistleblower-Rechts, dass die ganzen Absprachen, also dass Whistleblower besser geschützt werden, dann bin ich für einen regulatorischen Fußabdruck, also dass man sieht, wer hat an welchem Punkt des Gesetzgebungsverfahrens
Verfahrens tatsächlich Einfluss ausgeübt, dass das komplett transparent gemacht wird und in Verbindung damit, dass in diesen Ausschüssen, die zu Inhalten, wo dann Experten eingeladen werden, zu 50% auch die von der Opposition eingeladen werden können und idealerweise halt auch viel mehr NGOs etc. und nicht die ganzen Großunternehmen nur. Als ein paar Beispiele. Super, vielen Dank. Es ist immer unmöglich, so ein Panel zusammenzufassen. Ich tue es trotzdem. Ich fand, von den Lösungsansätzen her hatten wir aus der Bewegung kommend die Alternativen aufbauen. Wir hatten, ich nenne es jetzt mal Reformen oder manchmal auch radikale Reformen auf unterschiedlichen Ebenen. Und wir hatten die Analyse von den Konzentrationen der Unternehmen auf unterschiedlichen Ebenen, wo wir ran müssen, wo wir vielleicht warten, bis es nur noch ein Amazon gibt und dann zerschlagen wir nur noch das eine Unternehmen, dann ist es alles viel einfacher. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mir bleibt nur noch eine Sache zu sagen, und zwar, dieser Raum wird gleich geschlossen, also bitte verlasst alle den Saal. Vielen Dank und nochmal einen Applaus ans Podium. Applaus